Noch eine kleine Anmerkung. Ich zeige dir in meinen Videos nur, was ich vorher mache, also den Aufbau der Instrumente, die Instrumente selber. Ich erzähle dir was zum Thema und dem Ablauf und wie das so alles gestaltet wird. Aber ich zeige dir nichts, was während des Unterrichts stattfindet. Also ich darf ja nicht filmen und nicht fotografieren im Unterricht. Ich kann vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen eine Tonaufnahme dabei machen, dass du das wenigstens hören kannst, wie es klingt, aber ich darf nicht die Kinder filmen oder fotografieren und ich bin ja auch beschäftigt. Ich kann da auch nicht mit der Kamera rumhantieren. Also nur, dass du nicht enttäuscht bist, wenn du dann am Ende des Videos, wenn der Unterricht eigentlich losgeht, nicht mehr dabei sein kannst. Ich hoffe, du hast trotzdem Spaß damit. Guten Morgen. Heute gibt es die Regenstunde und das sieht dann so aus, wie ich das aufgebaut habe. Hier sind die Kästen, wo das drin war. Und dann dürfen die Kinder ausprobieren, was man machen kann bei den verschiedenen Regen. Es gibt ja lauten Regen und leisen Regen und dann kommen sie auf solche Ideen wie dann hier so oder sie streichen oder sie klopfen, so zupfen. Das gleiche auch auf der Geige oder auf der Gitarre. Mit dem Regenmacher kann man ja auch so wunderschön den Regen nachahmen. Und mit dem Schirm, der ist natürlich symbolisch dafür, werde ich dann, je nachdem, ob sie das dann laut oder leise machen, aufmachen, dann ist es laut und leise mache ich wieder zu. Und dann dürfen sie hier improvisieren und sich verschiedene Sachen ausdenken. Dann gibt es hier noch das kleine Liedchen dazu. Es regnet, es regnet, es regnet seinen Lauf. Und wenn es genug geregnet hat, dann hört es auch wieder auf. Ich noch, dass die Kinder kommen und dann kann das losgehen.